meine Lieben. LBC Orbix und Survival grüßt wieder heute zur alltäglichen, allwöchentlichen Sonntagstour. Heute mit dabei mein lieber Freund Robert und mein lieber Freund Juvi. Und hier ist der Ort des Geschehens. Guckt mal. Oh, schöne Hütte, alles verbarrikadiert. Da vorne haben wir gleich die Cops sitzen. Auch super. Das passt ja gleich. Da haben sie es denn so weit bis hierher. Naja, schauen wir mal. Mal einen Eingang finden. Jo Leute, wir sind drin. Das ging doch mal ganz easy. Jo Leute, hier ist auf alle Fälle Last. Hier ist auf alle Fälle Last. Hier könnte es sein, dass wir auf komische Gestalten stoßen, die hier schlafen. Wirklich. Schubi, was sagst du dazu? Out of order? Ach, danke. Danke. Schauen, was uns hier erwartet. Auf alle Fälle ist das Gelände gerade ziemlich groß. Guck mal, was hier hinten weitergeht. Das geht bis rüber zu dem, was ist das, die Neise? Boah, ich weiß gar nicht, welche Richtung wir jetzt zuerst gehen. Auf alle Fälle sind wir drinnen. Guck mal hier, die alte Sau da. Super immer. Bei solchen Touren ist das immer richtig top mit kurzen Hosen. Das ist immer richtig klasse. Also immer wieder dasselbe, ne? Gottes Willen, ich glaube, es mal geflogen. Ich habe noch nie rausgefunden, was das hier war, Leute. Ich habe keine Ahnung, habe ich noch nicht rausgekriegt. Das ist ja schon mal ultra lost. Und hier hinten ist die Grenze, siehst du das? Seht ihr Leute, wir sind genau hier an der polnischen Grenze. Dort hast du, ist das? Da hast du die Bemarkung. Also wir sind jetzt hier im Grenzgebiet, deswegen haben wir auch hier die Gitter. Lass mich raus! Lass mich raus! Ist euch das schon mal aufgefallen? Was sind denn das für Luken hier? Das sind doch keine Entlüftungen. Was soll denn das sein? Was? Denkst du dort unten? Das ist doch scheiße, ich wollte, wo du es reinmachst. Mhm, okay. Oh, hier. Ich hab gerade mal hingehört. Was war denn das? Katze? Nee. Mörder. Geht's hier weiter? In was? Oh, die Bude ist ja mal ultra lost, ey. Parkerschnabel. Holy moly, ich sag ja, der macht sowas niemals alleine. Nicht nachmachen. Nee, also das scheint schon sehr, sehr lange leer zu stehen. Das ist der alte Fahrstuhl, das ist ein Keller gibt. Die Kabeldiebe waren hier auch schon da. Ich muss jetzt erstmal in die Mitte gehen und hier mal hier einen kleinen Rundumblick verschaffen. Das ist der Hof. Das ist der Hof, Leute. Wir wissen eigentlich so richtig, was hier mal gewesen ist. Eine große Esse. Das ist Schubi, der Automuschi. Versteckt sich dort schon wieder. Was könnte denn das gewesen sein? Ich glaube, hier ist irgendwie eine Wäsche. Eine Waschtrommel ist da drin. Eine Waschtrommel? Na eben. Was könnte das gewesen sein? Könnte mal in einer alten Getreidebude gewesen. Da waren auch solche Wäschetrommeln drin, würde ich behaupten.
Nee, glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Die Bude ist echt lost. Ultra lost. Hier war noch ein Waschbecken. Schubi, komm mit dem Licht rein. Ich habe mir Licht mehr rausgeholt. Hier war noch ein Waschbecken. Und hier. Da kannst du auf alle. Oder irgendwie sowas. Oder war das vielleicht eine Härterei oder sowas, dass die irgendwas hier gehärtet haben oder so, erst gewaschen? Dann brauchen wir bloß mal reingucken, was drin liegt. Kann man so drin, ja, auf alle Fälle. Schon wieder, was sagst du dazu? Ja, na, oder? Wir gucken mal hier rein. Du müsst ja fucken. Oh, fucken? Da ist. Oh, da ist Mother AA. Mother AA. Mother AA. Mare die, unser alter Freund. Schubi, könntest du mal bitte hier oben aufmachen? Hier? Nee, glaub mir wirklich, das ist Mist. Aber hier, das ist doch auch wieder eine Waschstraße, oder war das nicht? Das war eine schöne Truppelführung, um zu waschen. Zum Feuern, ne? Klasse, ja. Oder war das vielleicht mal eine Wäscherei? Ah, da würde das ja keinen Sinn machen. So eine große Maschine für so eine kleine Trommel, oder? So viel hat er meine Trommel daheim. Aber guck mal, hier sind nur Schaufenster. Guck mal, hier hast du Schaufenster für verschiedene Kammern. Könnt ihr das sehen, welche? Ja. Guck mal, was ist denn hier noch? Wir sind auch noch kleine Guckröhris. Es muss ja was sein, was die gesehen haben. Warum sind hier sonst so viele Guckröhris? Wenn die jetzt hier Wäsche gewaschen hätten, würde das ja keinen Sinn machen, jetzt zu sehen, wie hier das Waschmittel durchläuft. Guck mal, und hier steckt noch so ein Röhrli drauf. Hier, guck mal. Hier. Meine Pfoten, als hätte ich sie im Arsch gehabt, ey, wirklich. Quecksilber. Quecksilber, denkst du? Das könnte sein. Alter, ich die Scheiße hier angepackt. Hm. Aber guck mal, Robert, so viele kleine Schaufenster dort. Ja, da sind ja von drüben ganz da. Und hier oben? In die Schaugläser. Das würde ja keinen Sinn machen, wenn das eine Wäscherei wäre. Die wollen ja die Wäsche nicht beobachten. Warte mal, der Typen vertraue ich nicht mehr. Ich bin jetzt mal durchgekommen. Bis der Fahrstuhl. Nach unten geht er auf alle Fälle näher, also gibt es keinen Keller. Tragkraft 800 Kilo für 6 Personen. Einschließlich des Fahrers, kleines Führers gestattet. 1921. Aber hier gibt es keine Nacksche drin, sonst haben wir immer eine Nacksche, haben wir immer Aufkleber von Nacksche, weil wir nicht drin. Das ist nicht diesmal. Guacamole. Drei? Hintereinander? Es juckt, als hätte ich mich 20 Jahre nicht gewaschen. Schrank. Aber die Decken sehen ja krass aus. Die Decken sehen ja krass aus. So. Das sind zwei Dinger. Und dann könnten hier wahrscheinlich die Lehrlinge üben, wie sie hier was zusammenstecken und verkabeln, damit dieser ganze Radich hier läuft, oder? Ja. Ich schon wieder ganz klar, ich will die leere Taschen haben mitbringen. Ich
Ja, waren wahrscheinlich die. Ja, und hier hat mal jemand geschlafen. Hier wurde getuscht und dann sind sie hier gleich reingekommen. Komische verwinkelte Bude, oder? Du bist ja von einer kleinen Kammer zur nächsten kleinen Kammer hier durch. Na, aber jetzt kommen wir in was Größeres. Guck mal rein. In eine etwas größere Halle. Und hier gab es mal einen Keller unten drunter. Irgendwas ist ja. Na? Definitiv. Die Leiter ist doch auch noch nicht so lange hier drin, hä? Oh! Die, aber hier kannst du noch mal drauf treten. Gucken wir die. Spreise die Asche, die ist noch gut. Ja. Hier geht's raus. Dort auch. Ich darf mal gucken gehen. Geht sie noch mal hoch, aber ich glaube, das ist ja bloß die eine Etage. Weiß nicht. Nee, da gehe ich hier runter. Da habe ich Angst. Wieso, was ist denn da? Scheiße, meine Tasche. Taschenlampe ist leer. Gib mir mal, Juli, hast du eine Lampe? Ich hätte gedacht, ja, du hast was mit euch gemacht. Boah, die Taschenlampe ist echt mau, ne? Schon mit irgendwo deine kurz kriegen. Die ist leider leer. Denke, müsst ihr die haben? Die geht noch ein kleines bisschen. Ja, stimmt so nicht. Wo kennst du mich hier? Oder der Robert bringt die dabei? Schon wieder hat noch eine. Ja, der Keller musst du immer runtergehen, wenn hier das Bernsteinzimmer ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, da ja, du. Ja? Wenn wir das verpasst haben. Das ist der Keller. Das ist der totale Keller. Das ist der totale Keller. Da stehen irgendwelche Loren rum. Schon ist ausgerüstet, die Reihe. Na, guck mal an. Das ist da irgendeine Förderanlage. Und das schwarze Gelumpe hier unten. Na gut, du weißt dann ja, was sie mit den Öfen gemacht haben. Vielleicht haben die irgendwelche Öfen gehabt, um irgendwie was. Na, ich weiß auch nicht, du. Aber hier sind solche, wie solche Rutschen, guck mal. Und hier ist dann der Kohlenmumpitz immer vorn zurückgelaufen. Prost. Was ist denn das hier unten? Scheiß aus Deckel. Kommt der da drunter. Oh, Robert. Was? Oh, du altes Schwein, ey. So ein Gerät so verfault. Oh, Gunde. Ich muss raus, ja. Aber es ist eine ganze Geschichte dort, ne? Ja, eben. Na gut, das wird dann wahrscheinlich, weil es von oben reingeregnet hat, dass dann alles Brett gespielt haben hier. Guck mal, hier hast du mehrere solche Öffnungen gehabt, hier. Ja, die sehen das drüber, ne? Na? Und dann ist das hier runter und hier haben sie es dann teilweise. Aber da müssen die da aus der Erde hier unten was rausgeholt haben, oder? Guck mal, wie schräg das Förderband, wo das Förderband hier hingeht. Oder? Ja, aber da haben die da unten was reingekippt. Nee, da hast du zwei Drücker drin, ne? Ach so. Das ist oben reingedrückt und dann kommt das hier unten raus. Und dann hast du es hier unten mit deiner Rohre irgendwo. Mal mit hoch.
pass auf, Robert, hier sieht die Decke nicht mehr so fruchtig aus. Die hier draußen sehen schon gelb aus, ne? Ja, die Bude ist halt schon echt lost, ne? Wir haben bestimmt die Schwarzangler sitzen. Wir ein bisschen freischneiden gehen, ne? Was für eine Tafel? Da wurde vorher alles drin. Aber das Treppenhaus sieht schon geil aus, ne? So, wenn du hier so hochguckst. Was wünschen Sie? Ich hätte gerne ein Pilsner und eine Bratwurst. Geht das? Einmal gebratene Nudeln. Einmal gebratene Nudeln mit Reis. Aber so im Großen und Ganzen, ich meine, guck dir mal das Gebäude an. Ich werde das ein bisschen durchkernen, Wand ein bisschen neu verputzen, streichen. Schon ist er durch. Fenster mal durchgeputzt und dann ist das eigentlich wieder IO hier. Nee. Die Treppe hält auf alle Fälle. Nee, das stimmt. Hey Jungs, ich werde so nie auf der Decke rumlaufen. Er hat sich gerade so komisch bewegt. Das reicht. So, guck mal, da drüben hast du da auch wieder eine Bude. Siehst du das? Ja, dort sind wir erst reingelatscht. Aber große Fenster hier oben gehabt, hey? Schön. Schön blöd, denn es gibt nirgendwo mehr. Alter. Ob das mal ein Lehrbereich war hier? Wir können mal gucken gehen. Aber das könnte ein Lehrbereich gewesen sein, oder? Wie so ein Ausbildungszimmer oder so, wenn die Lehrlinge oder sowas. Ja, also brennt wieder reingeschraubt. Da hast du hier die Golfschuhe ein. Oh, pass auf hier, Leute, jetzt hätte ich mich gleich aufgespießt. Mit Räuberleiter, ne? Die ganzen Scheiß ist hier, ja. Alter! Was ist denn los, Robert? War eine Kobra dort? Auf dem Hof? Kann man hier einfach links hinter den Baum hier rumlaufen? Komm, lauf einfach jetzt, los. Wir können da mal chillen. Ach komm, ich lauf jetzt hier durch, scheiß da raus. Ich lauf jetzt nicht nochmal durch den Eis durch. Da sollen die mich doch festnehmen, ey. Komm. Erst mal hier rein und jetzt gucken wir uns erst mal um. Ich will nämlich retten, dass hier irgendwo eine Kamera ist auf dem Platz. Und dort den Stromrotz in den Mist dort an der Antenne zu beobachten. Dann wollen wir noch den Weg. Nehme ich Uli. Und wenn die dort oben dran ist, ich denke ja, die wird dort oben dran sein. Naja, wir machen hier links vor. Und dann. Hier ist eh zugeschwärzt. Hier ist offen. Gucken wir uns das noch an hier und dann machen wir einen Abflug. Da drüben sind noch Haufen Fenster. Na genau. Das würde ich behaupten, war ein Wirtschaftsgebäude. Hier waren bestimmte Rosen und sowas. Hier hast du auch noch ein paar Möbel und so. Da finden wir bestimmt was.
gucken wir mal, was draufsteht, was das so braucht. Ja. Dass wir hier Informationen finden, was ich mal gelesen muss. Das sieht doch nur solide aus, das Gebäude. Ich fand auf die Büchsen. Schau, wie haben wir beide raus. Na ja, welche Häuser sind hier Brühe gemacht? 100%ig. Ach, die können wir weiß. Hier haben wir welche Häuser. Ich habe auch gerade schon gesagt, das heißt Pfandflaschen haben wir beide, Alter. Pfandbüchsen. Ja, mächtiger Hals, 100%ig. Hier mit Reisetasche. Das war der Fuhrpark, hä? Ja? Das würde von der Höhe zur Einfahrt keinen Sinn machen, oder? Was läuft dort links da? Kindergarten. Spielplatz. Hier rechts. Boah. Das ist das, was von drinnen rausgehauen hat. Hier hat es da die Kacke hochgedrückt aus der Leitung, oder? Die hat bestimmt die Scheiße aus der Leitung hochgedrückt. Das muss ja irgendwo da angeschlossen sein. Weil guck mal, was haben die hier oben für eine Decke mit dem Glas? Brandschutztechnisch? Das ist Brandschutzdecke, ne? Puh, stimmt's ja, ey. Na, hier kommt die Scheiße irgendwo, 100%ig. Da ist schon was los. Will ich da mal rein? Ich will mal sehen. Aber hier sind die Scheiße auch noch drin. Guck mal. Oh. Riechst du das? Gibt es Geruchsfernsehen schon? Das ist, weil die Leitung hier so auch nicht verbrüht kann. Also, wir haben uns ein Fenster hier reingehauen, oder? Hier schummelt es schon mal immer. Doch nicht. Alter. Das ist das, was ich dir vorhin draußen gesagt habe, oder? Guck mal, die alte Treppe hier ist geil. Die ist cool, ja. Das Geld, ne? Ja? Der Spülabzug. Du gehst immer mal hin. Guck mal, ich geh immer hin. Aber die Lampe ist noch gut. Ja, weil ich ja noch nicht kommt. Die Lampe ist noch gut. Ja. Nee, Schubi, mach nicht. Aber die Lampe ist noch gut. Das ist bestimmt ein DDR-Klassiker. Für dich kriegst du locker einen Huni. Hallo, weil die Treppe noch hoch geht, hä? Das ist ein geiles Bild, ja. Jetzt klettert der gestorben von immer. Feuer. Das ist eine separate Bude, Robert, ne? Das ist links dort gemauert. Du kommst dort gar nicht rein.
Kanal liken, Daumen hoch, das hilft uns. Und bis dahin. Tschüssi. Okay.